Die neue Saison fängt heute an. Wir haben lange noch gegen Kloten. Und wir haben unsere altbekannten Gesichter dabei. Den Chrigel und den Käru. Und die nehmen noch Stellungsnahme zu dieser Saison, weil wir wissen noch nicht, wie lange noch wird spielen diese Saison. Und wir wollen wissen, wie das rauskommt. Was denkst du diese Saison? Playouts, Playoffs, Liga-Quali, Erstliga, was könnte es geben? Ja, also, ich muss sagen, die Spiele muss man mal gewinnen. Und da ist für mich auch ein paar so Matchen. Auch ein paar so Matchen, aber Mike ist für mich ein Matchen. Wir müssen lange schauen, solange wir weiter hier kämpfen. Kämpfen? Lange muss kämpfen. Käru, du sagst, Tubak Pfeife ist ausgegangen. Gut. Also, du bist wieder dran. Chrigel, what kind of play do you want to see tonight against Halifax? Aber das ist auch ein großer Match. Ich weiß nicht, aber das war ein bisschen Match. Es ist ein bisschen weiter Reise. Ein bisschen was das ist. Ich hoffe, dass wir so lange noch wieder in die Nationalliga zu schaffen kann. Und weiter nicht. Noch hoffen. Gut, also, wir haben einen neuen Verteidiger, heißt Eddie Murphy. Eddie Murphy, der ist farbig und der spielt schnell und hat eine schnelle Zunge. Was sagst du zum Eddie Murphy? Ja, er ist sehr gut, ich muss sagen, er ist ein guter Spieler. Und ja, ich hoffe, dass er lange auch zu kämpfen helfen kann. Du meinst ja recht zu viel für mich. Wie man Sprüche bringt, das habe ich gehört. Prinz aus Samunda hat er mitgemacht, Glücksritter. Ja, er hat jetzt schon keinen mit dem Siegen noch gut gefallen. In der Glücksritter hat er gut gefallen, oder was? Ja, mir hat er sehr gut gefallen. Ja. Ein offen, sehr guter Verteidiger. Ja, aber Prinz aus Samunda ist er schlecht gewesen, oder was? Nein, er ist sehr gut. Ich muss sagen, er ist im Kopf sehr gut und ja, kämpft alles. Dann kommt das gut. Und alles. Ja. Käru, du sagst, Tubak Pfeife ist ausgegangen. Gut. Aber jetzt positionsmässig, lang noch am Schluss der Saison, würde ich sagen, trotz Eddie Murphy und allem. Ja, ich muss sagen, Platz sehen wir uns. Also, erst oder zweit? Ja, ich sage jetzt mal. Ich würde sagen, es kann viert oder dritt und so sein. Viert oder dritt sogar? Du bist positiv, hä? Playouts gibt das ja nicht. Ich hoffe es nicht, ich hoffe es, gut, denke es nicht. Ja. Und jetzt noch ein spezieller Satz für Eddie Murphy auf Englisch. Oh, aber es ist noch ein Segen, sei, oder bei einer Segen. Aber es ist ein guter Spieler, der kämpft und alles. Ja, was hast du mir jetzt gesagt auf Deutsch? Also, er kämpft sehr gut, du bist vorbereitet, er ist schon vorbereitet. Mhm. Kämpft, du zeigst, was er kann, und dass er etwas zeigt. Also, schon in den goldenen Kind hat er dir gefallen. Jawohl. Gut, also. Aus seiner Familie. Die Familie gefällt dir auch. Das doch der Prinz aus Samunda hat mir am besten gefallen. Chrigel, merci. Käru, du sollst schon Schlusswort sagen, einfach eins. Sag hopplang noch oder so. Ja, ja. Rucki zucki. Hopplang noch, gut. Du sagst Münch und du sagst lang noch wird. Wir kommen in Playoffs. Gut, also. Saisonvorschau haben wir gehabt. Ich danke, merci und ciao.